Sandwich. So. Gut, Hauptsache genug Licht. Na, denke ich, wir können anfangen. Also, ich habe nichts gemacht. Ich fange mit der Vorbereitung. So. Und zwar die Cuticula vorbereiten oder Nagelhaut. Ich habe eine fantastische neue Fräse, Diamant. Also besser kenne ich nicht. Ich habe schon die mehrere getestet und gearbeitet mit verschiedenen. Aber das ist die beste, was habe ich gehabt. Also mit die, wir können super schön arbeiten. Das heißt, ziemlich viel und gründlich die Haut vorbereiten. Und was ist sehr, sehr wichtig, ich versuche das euch zeigen, ja, also die Fräse hat keine Spitze. Sehen ihr das? Ja, das heißt, die ist absolut sicher. Ja, also verletzen mit dieser Fräse, ja, praktisch unmöglich. Doch, kann man ins Auge zum Beispiel, ja. aber sonst nicht. So, ich mache meine Fräse an. Also die Geschwindigkeit, das ungefähr 14, 15, es kommt darauf an, wie trocken oder dick ist Haut. Gott. Oh Gott. Ich muss nochmal sagen, das ist keine Schulung, ja. Also viel klären, wie und was und warum kann ich nicht. Nur kann ich sagen, dass mit dieser Fräse kann sogar Anfänger arbeiten. Ich mache keinen Druck auf Nagelplatte, um Gottes Willen. Und eventuell, das sieht brutal aus, dass ich bin ganz, ganz tief unter den Cuticula. Nein, das ist nicht so. Also das ist nur optisch, sieht so aus. Aber so gründlich putzt also keine Fräse. Und natürlich, Ergebnis hält länger. Und ihr wisst schon, dass alles besser ist, Naturnagel vorbereitet ist, so besser hält das Gel oder Gelpolish ohne Lifting und so weiter. Die Fräse findet ihr bei uns im Shop. So, jetzt muss ich den Reverse umstellen. Hallo Claudia! Und andere, in andere Richtung sauber machen. Und zwar, was finde ich auch sehr gut, dass mit dieser Fräse ich arbeite wesentlich schneller. Gründlicher und schneller. Und sicher. Also 3 in 1. Ich schiebe ganz leicht nach oben die Cuticula, aber nicht mehr. Ich meine, ich würde jetzt nichts schneiden oder obendrauf polieren, nein.
das, wenn es nötig, ich mache das nachher zum Schluss, wenn die Nägel sind komplett fertig. Hauptsache, ganz gründlich Nagel vorbereiten. Diese Arbeit macht wirklich Spaß. Kann man unendlich das alles sauber und putzen. Mir macht das auch Spaß. Ja, das sagen alle Kunden, das tut überhaupt nicht weh. Also du merkst gar nichts, ja? Also das ist angenehm. Ja, keine unangenehme. Wenigstens. Wunderbar. Ja, jetzt der Nagel ist komplett vorbereitet. Hallo Maria, hallo. So, bevor weiter arbeiten, natürlich muss man den Nagel ganz gründlich mit Cleaner. Dafür ich nehme unser Universal Liquid. Das ist Uncleaner und Flüssigkeit für Polygel. Also 3 in 1 kann man so sagen. Und Dehydrator. Ganz, ganz gründlich. Also unter den Haut oder entlang der ganzen Nagel. Wir müssen keinen Staub mehr sehen. Hier unten auch. Die Nägel müssen richtig steril sein. So, mein nächster Schritt. Das ist Vorbereitung mit BDBD Bond Primer. BDBD Bond Primer. So. Der Bond Primer ist säurefrei. Deshalb muss man richtig reichlich auf dem Nagel, Naturnagel auftragen. Den bringt gar keinen Schaden auf den Nagel, aber dadurch die Haltung ist fantastisch. So. Und jetzt ich vorbereite Form. Form natürlich auch von First Gel. Sind sehr praktisch und zwar aus sehr gutem elastischem Papier. So am Aluminiumpapier. Ziemlich fest. Sehr, sehr gute Kleber. Seite, aber trotzdem nicht zu hart, also und fest und elastisch. Das war mein Ziel. Also um das befestigen, ich klebe hier, befestige ich hier unten ein bisschen. Aufmachen. Wenn jemand hat Interesse, also die Form kann man auch bei uns online bestellen, gibt es auch. Und die passen egal, ob lange Nägel oder Studionägel, absolut egal. So, für H. Und jetzt probieren. Diese Form und alle anderen, ihr könnt bei uns auf Schulung 5 Form oder Long Form lernen. So. Also es macht wirklich Spaß. Und dann Kamera, das
alles machen. Es ist praktisch. Aha, praktisch unmöglich. Okay. Подожди, чуть-чуть назад. Weißt du? Mhm. Ja, hi. Ja, hi. Leute, Versuch Nummer 2. Ich bin gerade bei einem Termin. Was ist los? Okay. Was ist los? Der soll am Montag wiederkommen. Ja. Gut, tschüss. So, Mädels, ich muss jetzt ein bisschen korrigieren, weil ich sehe kaum, was ich mache. Aber trotzdem muss alles perfekt sein. Ganz klein Knick. Bollchen. So, ganz nach unten. Gerade? Ja? Weil ich will nicht Hand drehen. Normalerweise Hand muss man ein bisschen drehen. So, ich zeige euch. Also diese Form passt wunderschön, wunderschön. Nicht vergessen, ganz fest unter den Finger muss man Form befestigen. Mhm. So, ganz leicht Knick. Und scharf. Aha, jetzt ist es scharf. Wunderbar. Ich fange mit dem ganz kleinen Pinsel, also ich nehme Oval Nummer 4, nicht so groß wie Oval Nummer 6, weil ich möchte alles unter der Kontrolle haben. Mache ich ganz, ganz dünne Schicht. Hello, Christina. Hello. Sehr gut, die Seiten, Stresspunkten aufpassen, ja, dafür, die passt super schön, also für Modellage. So, jetzt nehme ich noch ein bisschen auf den Pinsel und zuerst, ihr seht, dass mein Modell hat ziemlich runde Nagelform, also erst und letzte Mal kriegst du diese Edge, glaub mir, Nastja. Nur weil ich liebe dich, nur weil ich mag dich. Und genau dafür liebe ich dich auch. Mhm. So. Alles beruht auf Gegenseitigkeit. Mhm. Jetzt Parallelseiten. Das Gel, das ist Camouflage, fill up. Der läuft nicht, das könnt ihr auch sehr gut sehen. Also kann man ganz ruhig und entspannt arbeiten mit dem. Also bevor die Länge auffüllen, ich male, kann man so sagen, Form. Wenn ich bin ganz zufrieden, dann kann man auffüllen. Auffüllen machen wir das auch sehr gleichmäßig, um das weniger feilen nachher. Die Seiten, die müssen natürlich wie möglich gerade sein. Так, что у нас тут? Ich möchte diese Seite ein bisschen korrigieren, weil die sieht rund aus. Come on, come on. Alles muss perfekt sein. Ja? Sonst ist es ein Teufelskreis. Etwas falsch. Eine Linie falsch, dann den Rest ist auch falsch. Oder muss man mehr arbeiten, feilen und so weiter. So. Ich bin zufrieden. Ich schicke die den Finger in die Lampe ungefähr für 30 Sekunden. Mehr braucht man nicht. Mhm.
Wieder mit dem Pinsel. Ich zeige euch. Pinsel, First Gel Nummer 4. Nummer 4. Bevor komplett auffüllen, also das ist meine eigene Technik, eventuell Edge muss man anders machen, aber ich suche immer leichte Wege für mich. Ich nehme so einen Ball auf kleinen Pinsel. Ich setze, ich fange ungefähr da, wo muss Apex sein, also auf Apexpunkt, und ich ziehe ein Würstchen, am besten so sagen. Hauptsache, diese Würstchen muss hier ganz gerade, wie ihr könnt das sehen, sein, ja? Weil es ist so mit dem Bogen oder Loch, das muss man alles sehr gut korrigieren. In die Lampe. Jetzt kann man das auch ein paar, ja, 20 Sekunden aushärten und dann komplett auffüllen den Finger. Kann man schon mit dem Pinsel Oval Nummer 6, das wird schneller. Ich vorbereite schon Metallklammer. Die sind ganz klein, aber fest. Sehr. So, um das weiter besser sehen, was und wo muss ich auffüllen. Ich kann Form abziehen und wegschmeißen. Так, а ну-ка переверни руку, я хочу толщину показать. Ich möchte zeigen, wie dünn ist. Ganz, ganz dünn. Все. Взад. Gut, gut, gut. Und jetzt brauche ich nicht viel arbeiten. Jetzt beim Auffüllen, ich mache nichts Besonderes, obwohl das ist eine Edge-Form. Alles, was ich muss machen, das ist zum Schluss schön und richtig feilen. Leider, Feiltechnik, ich kann euch nicht zeigen, weil ich sitze wie immer unter der Kamera, also meine Finger, meine Hände sind unter der Kamera und das ist einfach unmöglich. Ja, und trotzdem, ich denke, das ist schon genug. Habe ich genug gezeigt und den Rest, ihr könnt bei mir auf dem Schulung lernen. Diese Schulung, ich kann empfehlen, egal ob, habt ihr die Kunden, die lassen lange Nägel machen oder nicht. Das ist fantastische Schulung, um das besser Feiltechnik verstehen, Schablontechnik verstehen, weil egal was für eine Form, egal wie kurz oder lang sind die Nägel, das ist immer, ja, Regeln sind immer gleich. Dann kann man so sagen, Regeln, Gesetze. Das Gesetz des Feilens. Genau. Das Gel lässt sich super schön verteilen, das könnt ihr auch sehen. Deshalb kann ich ganz, ganz locker, ohne Stress, jeden Nagel in Ordnung bringen, um das auch nachher weniger feilen und bearbeiten. So, ich muss jetzt die gerade Linie, Edge-Linie korrigieren, nur. Also von Apex und bis die Spitze, Edge-Linie muss natürlich gerade sein. Ganz gerade sein. In die Lampe.
ungefähr 30 Sekunden, nicht länger. Und danach kann man pinchen, ganz leicht pinchen. Wenn ich, also pinchen mache ich total ungern, wenn es geht um Studionägel, ich pinche nie die Nägel. Ja, so lange Form, es kommt drauf an. Manchmal, wenn ich sehe, das Gel unter der Lampe wird ein bisschen flach, da kann man ganz bisschen pinchen, leicht. Und zum Schluss, egal auch, ob sind, das ist lange Nägel oder Studionägel, ich setze immer auf die Spitze diese ganz kleine Klammer. Die sind sehr, sehr fest, deshalb, also wenn es geht zum Beispiel um Studionägel, nur hier auf die Spitze, auch nach 30 Sekunden. Und das reicht, um den Nagel so ziemlich gerade und dünn lassen oder bekommen. Такое ощущение, что он у меня завис. Gut. Also, ich sehe, dass die Parallelseiten ein bisschen auseinander. Deshalb ich nehme ganz normal so Wimper-Pinzette. Keine feste Druck. Das Gel sehr, sehr elastisch. Und der lässt sich super schön pinchen. Also, paar Sekunden so bleiben, sag ich so 5 Sekunden. Und das Gel kühlt sich in dieser Form. Wunderbar, schon besser. Und jetzt ich kann Hauptsache hier die Stressseiten aufpassen. Also keinen Druck auf die Seiten machen, auf Stresspunkten. Ups, geht. Ja. Und jetzt kann man wieder in die Lampe komplett einmal, also 2 Minuten aushärten lassen. Wir würden sehen, eventuell komme ich wieder nochmal live. Es kommt darauf an, wie stark wird mein Internet, wenn ich mache ein Muster. Oder bis zum nächsten Mal. Ja, ich liebe euch. Ciao, ciao.